magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hallo, Kleiner. Was hältst du von meinem gruseligen Freund? Was hast du getan, Kleiner? Ich habe Angst vor Kürbissen. Der Preis für den gruseligsten Kürbis geht an... Es ist nicht sicher. Überall sind Kürbisse. Natürlich. Es ist Halloween. Mein Preis hat es auf mich abgesehen. Irgendwas stimmt hier nicht, Morphin. Finden wir es heraus. Ich habe Angst vor meinen Eiern. Immer mit der Ruhe. Tu mir nicht weh. Guck mal, Morphin. Oh nein, ich habe Angst vor Wissenschaft. Es sieht so verschreckt aus. Getroffen zu werden. Das hast du aber toll gemacht, Troy. Du hast ihn gestoppt. Juhu. Hey, Kinder, wir wollen mit euch Fußball spielen. Ja. Okay. Super, aber weil ihr in einer Mannschaft mit euren Freunden seid, können wir auch mit unseren Freunden in eine Mannschaft. Klar. Oder? Super, ihr könnt jetzt rauskommen. Wow. Oh, oh. Bist du sicher, dass wir mit denen spielen wollen, Mila? Na klar. Wir haben auch ein tolles Team. Das ist unser Tor. Und das ist unser Tor. Okay, fangen wir an zu spielen. Ich werde Schiedsrichter sein. Klar.
Okay, das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Das ist Handball. Nö. Nein, ist es nicht. Er hat ja nicht seine Hände berührt. Tor, das ist 1:0 für Team Banditen. Ja. Mila, hier drüben. Es steht 1:1. Oh, stopp es, Morphel. Spinne! Danke, Morphel. Es steht 2:1 für Team Morphel. Tor für Team Banditen. Es steht 2:2. Ich war sicher, das Tor war direkt hinter mir. Keine Sorge, wir haben wieder den Ball. Unser Tor ist jetzt wohl im Banditenmobil. Das ist unfair. Banditen sind nie fair. Los, ihm nach. Ich hab ihn. Oh nein. Das ist super, Morphel. Du kannst fliegen. Die Glaswand. Drück den Knopf, Morphel. Ja, jetzt können wir wieder Tore schießen. Oh nein. Ich will für Team Banditen ein Tor schießen. Tschüss. Hast Angst vor einem kleinen Ball? Jetzt schieß ich! Das macht Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Hör auf rumzuspielen. Morphel kommt zurück. Morphel, hilf Troy. Nee, ein Tor. Tor! Was? Ich habe ein Tor geschossen. Oh nein, es steht 3:2 für Team Morphel. Und die Zeit ist rum. Wir haben gewonnen. Du hast es geschafft, Troy. Hurra! Yay, wuhu! Das magische Wort sage. Okay. Verwandlus Hasus. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, unsere Nummer beim Talentwettbewerb vorzuführen. Lass uns eine andere probieren. Verwandlus Pinselus. Orphel macht Magie.
Oh ja, die besten Magier haben alle Assistenten. Stell dich hierher und bewege deine Arme so. Magie einfach. Verwandlus Löwus. Oh. Orphel, nicht gut. Oh, Orphel, nicht weinen. Vielleicht ist Magie nicht dein Ding. Wie wäre es, wenn du Herrn Wenderbus und Barky bei ihrer Nummer hilfst? Mit einem magischen Haustier, das sich verwandeln kann, werden wir den Talentwettbewerb bestimmt gewinnen. Ah, mein süßer kleiner Barky. Geht es dir gut, Herr Barky Kings? Orphel, du bist nicht gut im Hundetraining. Warum versuchst du es nicht mit Jonglieren? Orphel, jonglieren? Mit einem magischen Haustier könnte ich diesen Grießkram Herrn Wenderbus besiegen. Du hast alle meine Muffins gegessen. Jetzt habe ich nichts mehr, womit ich jonglieren kann. April, was ist los? Dein Ball ist auf dem Baum. Morphel, mach dir einen Propeller. Die Talentshow fängt gleich an. Als nächstes haben wir Mila, die Magierin. Mila? Morphel, wo ist mein Hut? Mila hat Hut. Nein, mein Zauberhut. Ich kann keine richtige Magierin ohne Hut sein. Morphel macht Magie. Wir haben eine Gewinnerin. Der Talentshowpreis geht an Mila, die Magierin. Und die magischen Haustiere. Tante Augustin hat gesagt, dass sie jemanden braucht, der groß und stark ist. Um alle Zutaten für ihren Kuchen zu tragen. Kuchen? Hier ist eine Liste mit dem, was ich brauche, Morphel. Oh, du bist es, Orphel. Papa muss dich stattdessen geschickt haben. Es wird schwer sein, also. Hallo, Tante Augustin. Wir sind hier, um die Einkaufsliste für den Kuchen zu holen. Ich habe sie schon Orphel gegeben. Oh-oh, Orphel hat Tante Augustins Liste. Finden wir heraus, was er vorhat, Morphel. Brauche Eier. Brauche Milch. Hola, Mila und Morphel. Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Hi, Felipe.
Was ist los? Während ich die Schweine gefüttert habe, hat jemand den Hof verwüstet. Gute Detektivarbeit, Morphle. Ich glaube, Orphel hat den Bauernhof verwüstet und Tante Augustins Kuchenzutaten geklaut. Wir werden dir helfen. Morphle, verwandle dich in einen Kran, um das zu reparieren. Morphle, verwandle dich in einen Schäferhund. Verwandle dich in eine Kehrmaschine, um das Mehl wegzuräumen. Gut gemacht. Danke, Mila und Morphle. Ihr seid die Besten. Braucht ihr noch etwas? Mehl? Aber wir haben es weggefegt. Nicht alle. Ich habe 2 Taschen in der Scheune, aber sie sind sehr schwer. Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Zwei Morphles? Welcher hat denn meine Zutaten? Ich kann den Bürgermeister nicht länger auf den Kuchen warten lassen. Ich muss sofort mit dem Backen anfangen. Meine Zutaten. Sie sind ruiniert. Es ist nicht Orphels Schuld, Tante Augustin. Er wollte nur helfen. Das mag ja stimmen. Aber was soll ich mit dem Kuchen des Bürgermeisters machen? Oh, Mila, Liebes. Das ist genug für 2 Kuchen. Kuchen! Wir haben gerade Herbbot für die Wissenschaftsmesse fertig gemacht. Sie hilft am besten. Gut gemacht, Mila und Morphle. Ah, da ist also meine alte Brille. Oh, da bist du ja, Tecky. Auch ein magisches Haustier? Ja, Tecky kann elektrische Dinge kontrollieren. Er kann auch super reparieren. Oh nein, 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 wow. Hallo Mila und Morphle, bereit für die Wissenschaftsmesse? Hi Enzo. Ja, wir haben Helpbot gemacht. Guck mal. Ich habe auch einen Roboter gemacht, einen Superhelden-Roboter. Er heißt Torfel. Enzos Roboter ist besser als meiner. Er wird bestimmt bei der Wissenschaftsmesse gewinnen. Okay, Tecky. Kannst du sie reparieren? Sie muss wirklich hilfreich sein. Hey! Helpbot ist so hilfreich. Barky, was haben die Kinder jetzt gemacht? Oh oh, Morphle, verwandle dich in einen Superhelden. Ich wollte einfach mit Barky Gassi gehen. Gern geschehen. Die Straße überqueren. Gern geschehen. Tut mir leid, Tante Augustin. Helpbot wollte nur helfen. Gern geschehen. Hehehe.
Gern geschehen. Gern geschehen. Danke. Gern geschehen. Nehmen wir das Banner. Ich habe das magische Haustier Taggy benutzt, um Helpbot zu reparieren. Und das war falsch. Das war geschummelt. Ich will sie selbst reparieren. Kannst du mir dabei helfen? Klar. Der Preis für den ersten Platz der Wissenschaftsmesse geht an Enzo für seinen fantastischen, sich verwandelnden Superhelden-Roboter. Danke. Gern geschehen. Hey, wo ist Troy? Da ist ein riesen Monster da draußen. Was ist bloß Orphel? Verwandle dich in einen Drachen und jag Orphel davon. Orphel will nur spielen. Du kannst mit uns spielen. Okay, Morphel, flieg los. Erschrecken wir ihn. Das war so lustig. Habt ihr das gesehen? Morphel, verwandle dich in einen Roboter. Er ist zu glitschig. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Tut mir leid, dass wir sie erschreckt haben. Okay, bringen wir diesen stinkenden Troyfisch nach Hause. Das war die beste Halloween-Party der Welt. Es war sicher die stinkigste Halloween-Party der Welt. Wow, sind das du und Tante Augustine? Ja, Mila. Wir waren jeden Winter auf der Eisbahn Schlittschuhlaufen. Morphel mag Schlittschuhlaufen. Das macht bestimmt Spaß. Lass uns im Garten eine Eisbahn bauen. Dann können wir auch Schlittschuhlaufen. Morphel, nicht Eislaufen. Eiswürfel sind doch keine Eisbahn, Morphel. Wir müssen viel mehr Wasser einfrieren für eine Eisbahn. Eisbahn? Wir brauchen ein magisches Haustier, das Dinge einfrieren kann. Ich weiß auch schon welches. Atmo! Wow! Morphel, verwandle dich in einen Elefanten. Dann holen wir Wasser, das Atmo einfrieren kann. Super! Los, füll das Becken mit Wasser. Hey, dieser Anzug darf nur
nur trocken gereinigt werden. Dieser Anzug darf nur in die Trockenreinigung. Morphe, saug das ganze Wasser aus dem Garten von Herrn Wanderbus. Morphe will auch Eisbahn. Verwandle dich in einen Roboter und rette Edmo. Orphel hat Edmos magische Kraft benutzt, um alles einzufrieren. Morphel, verwandle dich in einen Drachen und schmelze das Eis mit deinem Feueratem. Niemand vereist den Polizisten Freeze. Niemand friert Polizist Freeze ein. Nicht in meiner Stadt. Mila und Morphel, was um Himmels Willen ist hier los? Entschuldige, Tante. Wir bauen eine Eisbahn im Garten, aber Orphel hat Edmo gestohlen. Oh. Da bist du ja. Orphel, warum hast du alles eingefroren? Edmo ist müde. Entschuldigung, Edmo. Orphel will auch eine Eisbahn haben. Wenn du versprichst, lieb zu sein, kannst du uns bei der Eisbahn helfen. Orphel, Schlittschuh? Ja. Ja. Los geht's. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Ups, ich hab ganz vergessen. Ich hab keine Schlittschuhe. Als du gesagt hast, ihr baut eine Eisbahn, dachte ich, du brauchst die vielleicht. Das waren meine. Aber jetzt sind sie mir zu klein geworden. Wow, danke, Tante Augustine. Die hast du auf Papas altem Foto getragen. Sie passen mir perfekt. Wohin jetzt, Mila? Joes Werkstatt. Die Leckerli sind für sein Zaubertier Tuli. Tuli ist Kuli. Ein Rennauto bringt uns super schnell hin. Morphel, schneller als Morphel. Morphel ist super schnell. Machen wir ein Rennen zu Joes Werkstatt. Wer zuerst da ist, ist der Schnellste. Kann ich mit dir fahren, Orphel? Achtung, fertig, los! Orphel ist schneller! Halt! Oh. Wuhu, los, Morphel! Hi, Leute. Hi, Mechaniker Joe. Hier ist deine Zaubertier-Leckerli-Bestellung. Danke. Ihr seid aber ein schmutziges Paar. Wollt ihr meine Waschanlage ausprobieren? Ja, bitte. Waschanlage klingt gut. Wettrennen! Hey, lass mich zuerst raus. Morphel, mache ein Auto da. Das war Spaß. Nochmal? Die Waschanlage benutzt man nur, wenn man schmutzig ist. Und du bist jetzt strahlend sauber. Oh, schneller als Morphel. Machen wir ein Rennen zur Farm. Yay! Wie wär's, wenn wir Feuerwehrautos fahren?
Schrottspitze auf. Was ist los, Morphel? Du Schlammel. Waschanlage? Okay, aber wir machen besser schnell. Morphel gewinnt. Morphel der Schnellste. Morphel ist es. Rennen durch den Bauernhof auf die andere Seite? Müllautos? Nein! Zur Waschanlage. Achtung, fertig, los! Morphel hat gewonnen. Er ist der Schnellste. Hä? Oh, viel schneller! Nochmal? Ich kann's kaum erwarten, meine neue Kamera auszuprobieren. Ich mache ein Foto von der ganzen Familie und hänge es an die Wand. Und wir passen darauf auf, dass alle gut darauf aussehen werden. Morphel, verwandle dich in einen Elefanten. Okay. Jetzt können wir allen eine Dusche geben. Ganz schön sauber. Gut gemacht, Morphel. Oh nein, ich glaube, mein Zahn wackelt. Eine Kamera? Ich will sie haben, Onkel Jorn. Ich tue alles für dich, Winston. Lass sie uns stehlen. Gut, wo ist der Auslöser? Was ist denn? Hey, sie klauen Papas neue Kamera. Wie soll ich denn jetzt unser Spezialfoto machen? Wir holen sie zurück, Papa. Schnell, Muffel. Verwandle dich in den Elefanten. Bitte lächeln! Morphel, verwandle dich in einen Kuhmorphel. Das habe ich nicht gemeint. Und jetzt sag, Winston ist umwerfen. Morphel, verwandle dich in einen. Neue Kamera. Danke euch beiden, dass ihr sie zurückgeholt habt. Jetzt können wir das Foto machen. Aber mir fehlt ein Zahn. So kann ich nicht auf das Foto. Sei nicht albern. Dein erster ausgefallener Zahn, das ist ein besonderer Tag. Und weißt du was? Schon ganz bald wird dir ein neuer Zahn an dieser Stelle wachsen. Wirklich? Und jetzt heißt es, bitte recht zahnlos. Warte, ist das eine Fliege auf meiner Brille?
Schmetterlingsblume zu sehen, Papa. Oh ja, die nach Banane duftende, schmetterlingsscharffarbene Blume. Beheimatet auf der Dschungelinsel. Und heute ist der Tag der Blüte. Yay! Ich glaube, dass wir sie schon bald finden werden. Ich will unbedingt ein Foto von ihr. Könntest du mir meine neue Kamera reichen, Mila? Animi! Zum Glück hat Animi mit seiner magischen Kraft nicht alle unsere Sachen zum Leben erweckt. Hallo. Sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier. Jetzt hat er alles zum Leben erweckt. Hey, warte! Meine Kamera läuft davon. Mr. Action ist weg. Morphe vermisst ihn schon. Und die Wasserflasche ist auch weg. Holen wir sie uns wieder. Seht mal, Papas Kamera hat ein Foto mit Mr. Action gemacht. Mr. Action! Aber wo ist er? Da sind Bäume, ein Fluss... Und ein Krokodil? Er ist im Sumpf. Da ist Mr. Action. Morphle, verwandle dich in ein Rennboot, um ihn zu fangen, bevor ihn die Krokodile beißen. Morphle hat Angst. Krokodile beißen. Sie werden dich nicht beißen, wenn du auch ein Krokodil bist. Zauber Mr. Action zurück in ein Spielzeug. Jetzt ist er sicher. Morphle hat Durst. Keine Sorge, Morphle. Wir finden bald unsere Wasserflasche. Seht mal, noch ein Foto. Ein Affe hat unsere Wasserflasche. Er sitzt in einem Kokosnussbaum. Und ich weiß, dass sie in sandiger Erde wachsen. Sandige Erde? Das muss der Strand sein. Ich kann Bananen riechen. Ich glaube, die nach Banane duftende Schmetterlingsblume ist in der Nähe. Du riechst die Banane, die der Affe frisst, Papa. Und er hat unsere Wasserflasche. Morphle, verwandle dich in einen Affen. Morphle verwandelt nicht. Morphle zu durstig zum Verwandeln. Ich hole die Flasche zurück. Ich komme nicht ran. Mila, schubs mich an. Animi, zauber unsere Wasserflasche zurück. Schmetterlingsblume. Und sie ist am Meer. Hier könnte deine Kamera sein, Papa. Riecht es für euch auch nach Bananen? Animi, zauber Papas Kamera zurück. Oh, Animi. Veloso ist so süß. Felipe, sie wird bestimmt zum flauschigsten Schaf gewählt. Das hoffe ich. Mila und Morphle, bürstet ihr weiter? Ich füttere die Schweine. Klar. Sie spielt gerne im Schlamm. Aber lasst sie bloß nicht.
Wir brauchen sie flauschig und sauber. Aha, komm zurück. Aha. Morphel, verwandle dich in einen Hütehund. Willkommen beim Wettbewerb um Petsybergs flauschigstes Schaf. Ja, leg los, ja. Oh nein! Wow! Veloso, komm zurück! Es tut mir leid. Ich weiß, wie wir die Schafe zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Und Orphel, verwandle dich in einen Superheldenanzug für Felipe. Superheld! Los, finden wir die Schafe. Wie geht das? Da ist eins. Hey! Schäfchen! Psst! Wir müssen leise sein, Orphel. Schafe mögen keine lauten Geräusche. Der Gewinner des flauschigsten Schafswettbewerbs ist... Der Gewinner ist... Veloso! Hey Mila und Morphel, seht euch meine neuen Rollschuhe an! Wow! Kommt ihr mit mir in den Park? Ich will ein paar neue Tricks üben. Können wir auch gehen, Papa? Klar. Vergesst eure Rollschuhe nicht. Bis gleich. Hui! Aber ich hab doch gar keine Rollschuhe. Du kannst mein altes Paar ausleihen. Die sind irgendwo da oben. Hier, Louis Lichtgeschwindigkeit Inline-Skates. Ah, wie hab ich die geliebt. Danke, Papa. Die sind super. Ups. Na ja, da wächst du rein. Aber noch sind sie zu groß. Ich hab eine Idee. Ich bitte das magische Haustier Inkra, mich groß genug zu zaubern, um in die Rollschuhe zu passen. Inkra, bitte mach mich groß. Es funktioniert, danke. Wow, wow, wow. Mila, riesig. Ja, zu groß für Papas Rollschuhe. Hey,
Wir können von hier oben den Park sehen. Da ist Enzo. Groß sein macht total Spaß. Onkel Jorn, sieh mal, das sind Mila und Morphel. Und sie sind Riesen. Ich bin mir sicher, ein magisches Haustier hat Mila so groß gezaubert. Ich will das magische Haustier. Ich will es. Dann kann ich richtig, richtig, richtig großes Eis machen. Entschuldigung, wenn ich nicht mit meinen Freunden spielen kann, will ich nicht groß sein. Mila und Morphel, ich brauche eure Hilfe. Die Banditen verbreiten Chaos. Sie machen alles in meiner Stadt groß. Ho, dich auch. Sie haben sich Inkra geschnappt. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Ja. Fahr los. Whee! Oh. Inkra, ich hab dich. Morphel, verwandle dich in einen Käfig, um die Banditen zu fangen. Hey, Onkel Jorn, Hilfe! Oh nein! Spaß, groß zu sein. Los, gehen wir in den Park und sehen Enzo bei seinen Rollschuhtricks zu. Dieses Paket kam gerade von Polizist Freeze als Dankeschön fürs Banditeneinfangen. Wow, neue Rollschuhe. In genau meiner Größe. Einmal für dich, Edmo. Anini. Aquali. Leckerlis. Und? Entschuldige, Dobbler, das war die letzte Schachtel mit magischen Leckerlis. Gute Idee, die Leckerlis zu verdoppeln, Dobbler. Hi, Mila und Morphel. Wollt ihr in unser Team? Yeah! Wir kommen total gerne in euer Team. Toll! Affe will auch Team sein! Ja! Ja! Yay! Juhu! 3-0 für unser Team! Gutes Spiel! Wir sind dran! Team Affe! Los, wir spielen! Zu mir, Affe! Nein, nein, zu mir! Hier, hier, hier! Fußball, kein Spaß! Langweilig! Oh oh! Hast du Dobblers magische Kräfte verwendet, Offel? Ja! Offel Team gemacht! Wir müssen die anderen Offels finden, bevor sie Ärger machen. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber! Stoppen. Hey! Ah!
wieder weg. Tschüss, Team Orfe. Zu viele Orfe? Nicht gut. Willst du in unser Team? Magisches Haustier-Team. Je mehr, desto besser. Yay! Wow, das macht sicher Spaß. Macht es. Aber mein super langer Pinsel ist zerbrochen. Jetzt komme ich oben nicht mehr dran. Wir helfen dir. Morphle, verwandle dich in einen Feuerwehrwagen. Dann kannst du sie hochheben. Oh nein, die Farbe ist leer. Ich muss Nachschub besorgen. Darf ich so lange ein bisschen malen? Du kannst dort unten malen, aber das wird mein allerbestes Werk. Also sei ordentlich und bleib innerhalb der Linien. Mach ich. Kannst du auf das Bild aufpassen? Na klar. Morphle, verwandle dich in einen Pinsel. Oh, wir haben vergessen, die magischen Haustiere im Tierladen zu füttern. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Orfe malen! Hey! Warum habt ihr das getan? Das war mein Meisterwerk. Das waren wir nicht. Aber wir finden den Übeltäter und kümmern uns darum. Morphle, verwandle dich in ein Vergrößerungsglas. Orfel, ich hätte mir denken können, dass du das warst. Hä? Wir müssen das Wandbild retten. Aber erst waschen und schrubben wir dich. Wie kriegen wir Orfel nur in die Badewanne? Verwandle dich in einen Delfin. Also eine Sache will ich euch sagen. Ich liebe einfach, was ihr gemalt habt. Helft ihr mir mit dem nächsten Bild? Nicht innerhalb der Linien zu malen macht so viel Spaß. Hui, Papa, spielen? Ich habe gerade keine Zeit, Mila und Morphle. Bitte, Papa. Später, versprochen. Ja. Tante Augustin. Hallo, meine Lieben. Seht mal, was ich gefunden habe. Wer ist das? Das sind ich und dein Papa, als wir Kinder waren. Hä? Ich sehe es mir später an. Ich bin zu beschäftigt. Ihr könnt es behalten. Was vorbei ist, ist vorbei. Bis später. Danke. Ich liebe es. Papa! Ja?
sieht lustig aus. Was vorbei ist, ist vorbei. Wir können mit dem magischen Haustier Bruder Zeit zurückreisen. Bruder Zeit, bitte bring uns in die Zeit, als Papa ein Kind war. Da, das ist Papa als kleiner Junge. Er braucht unsere Hilfe. Morphel, verwandle dich in einen Bagger, um ihn auszugraben. Ui! Edgepatch gefunden! Hey! Ich hab doch nur Verstecken gespielt. Mein Lieblingsspiel. Entschuldige, Papa. Hä? Ich bin Louis. Und ich bin seine große Schwester Augustin. Wie heißt ihr? Ich bin Mila und das ist mein magisches Haustier Morphel. Er kann sich in alles verwandeln. Wow, das ist super. Das ist mal was Neues. Seht mal. Ja, darf ich auch? Wir wollen noch mehr spielen. Yay! Will jetzt spielen. Wie wär's mit Verstecken, Louis? Ich mein, Papa. Hä? Das war mein Lieblingsspiel. Wow! Hihi! Oh. Ich kann das Heißluftballonrennen kaum erwarten, Morphel. Yay! Rennen! Der Erste am Strand gewinnt diese goldene Trophäe. Ich will sie, Onkel John. Lass uns mitmachen, um sie zu gewinnen. Das Rennen ist nur für Heißluftballons, okay? Hä? Dann klauen wir einen Heißluftballon und gewinnen das Rennen. Die Trophäe wird uns gehören. Ja. Hey! Barky! Barky! Was ist da los? Oh nein, die Banditen schießen mit Erbsen auf die Ballons. Hilfe! Morphel, verwandle dich in ein Flugzeug und rette Tante Augustin. Ah!
dich in ein Kissen. Oh, Schreck. Diese bösen Banditen. Jetzt müsst ihr das Rennen gewinnen. Schnell, beeilt euch. Mila! Morphle, zaubere dir große Hände, um Felipe und Porky zu retten. Oh. Ja, los! Super! Da ist die Ziellinie. Yay! Und die Gewinner sind Mila, Morphle, Felipe und Bucky. Bucky, ich hatte solche Angst. Wartet, wo ist mein Heißluftballon? Der kostet ein Vermögen. Das ist alles deine Schuld. Irgendwer hat die Räder meines Abschleppwagens geklaut. Morphle, verwandel dich auch in einen Abschleppwagen. Ach, danke, Mila und Morphle. Schaut mal. Alle Räder sind geklaut worden. Oh nein. Guck mal, die Räder-Banditen. Nein, nein, nein! Das Feuer! Schau, die Räder wurden geklaut. Wie kommen wir jetzt ins Krankenhaus? Hey, Mila und Morphle. Danke. Nicht in meiner Stadt. Holt sie euch, Mila und Morphle.
Er bringt uns zur Autowerkstatt. Morphle, verwandle dich in ein Auto. Guck mal, Morphle, das ist unser Picknickkorb. Müssen wir in den Wald gehen? Dort werden wir unser Picknick machen. Yay, Picknick! Das sieht aus wie der perfekte Platz. Wir machen alles fertig. Jetzt ist es Zeit zu essen. Ja, Morphle, hungrig. Oh nein, es regnet. Schnell, pack das Picknick ein. Morphle, hungrig. Ich habe eine Idee. Über den Wolken. Hey, da ist das Wolkenmonster. Es weint. Deshalb regnet es. Oh, was ist los, Wolkenmonster? Ich bin so einsam. Wolkenmonster, Picknick! Ja, du kannst mit uns picknicken. Wirklich? Ja, Morphle, hungrig. Morphle, Morphle in ein Weihnachtsrentier. Weihnachten, Morphle. Aber ich weiß, wer uns dabei helfen kann. Atmo! Hi, Atmo! Kannst du Schnee über die Stadt fallen lassen, damit wir weiße Weihnachten haben? Stimmt was nicht? Hi, Mila und Morphle. Offenbar bekommen wir doch weiße Weihnachten dieses Jahr. Aber es ist zu viel Schnee. Er verursacht Chaos in der Stadt. Oh,
keine Sorge, Professor Rashid. Atmo kann den Schnee schmelzen. Atmo? Oh nein, Atmo ist weg. Ah, ich habe eine Idee. Mit meiner neuesten Erfindung erwecke ich die Schneemänner zum Leben. Und mit ihren Besen können sie den Schnee einfach wieder wegfegen. Wow, toll! Es läuft super! Aber weißt du, wie wir den Schnee noch schneller loswerden? Mit einem Riesenschneemann! Morphe! Morphe in einen Bulldozer, um Schnee für den Schneemann zu sammeln! Schneemann, in der Stadt liegt zu viel Schnee. Kannst du uns helfen und den Schnee wegfegen? Wir kommen gerade rechtzeitig, Atmo. War Atmo bei dir, Santa? Ja, als ich gesehen habe, dass Atmo Schnee machen kann, habe ich ihn gebeten, ganz vielen Orten in aller Welt weiße Weihnachten zu bringen. Lebende Schneemänner? Wow! Atmo war nicht da und da haben sie dabei geholfen, den ganzen Schnee wegzufegen. Aber ohne den Schnee haben die Schneemänner jetzt nichts mehr zu tun. Naja, ich könnte am Nordpol Hilfe bei den Weihnachtsvorbereitungen gebrauchen. Was sagt ihr? Wollt ihr mir helfen? So gern mal die Chance, einen echten Tyrannosaurus zu fotografieren. Morphe, verwandle dich in eine Zeitmaschine.
Mila und Morphle. Eine Herde Gallimimuse. Ankylosaurier. Meine Kamera. Da ist er. Das ist meine Chance. Ah, meine Kamera. Ich hab zu sehr Angst, näher ranzugehen, Morphle. Du
könntest dich auch in ein Krokodil verwandeln. Dann könnt ihr beide Freunde werden. Krokodil, was tut dir weh? Krokodil hat Zahnschmerzen. Wir sollten helfen, indem wir seine Zähne putzen. Oh, das ist gruselig. Ah, guck mal, Morphel. Das Krokodil hatte nur einen Wackelzahn. Deshalb hatte es Zahnschmerzen. Jetzt können wir den Zahn hier hinlegen und auf die Zahnfee warten. Es dauert so lange. Vielleicht kommt die Zahnfee einfach nicht in den Dschungel. Lasst uns noch ein bisschen länger warten. Mit einer Gute-Nacht-Geschichte zum Einschlafen. Ja, eine Geschichte. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Sollte es nicht Blaukäppchen heißen? Sicher, okay. Also, Blaukäppchen ging durch den Wald, um seiner kranken Großmutter einen Korb mit Essen zu bringen. Ganz allein?
schön. Okay, sie hat einen Freund dabei. Yay! Als sie durch den Wald gingen... Gingen? Morph in einen Monster-Truck. Der ist viel schneller. Was? Warte, wo ist der Wolf? Wohin gehst du denn, kleines Mädchen? Tut mir leid, wir haben's eilig. Großmutter! Ah, sie erreichen Großmutters Haus. Das was? Großmutter sollte in einem Wolkenkratzer leben. Und ein riesiger Drache soll auf sie aufpassen. Wow! Okay, aber der Wolf ist auch da und er... wird von einem Ufer getroffen. Alles okay, Mr. Alien? Ja, doch schon. Aber mein Schiff ist jetzt kaputt. Jetzt kann ich nicht mehr nach Hause kommen. Wir bringen dich hin. Morphe! Morphe in ein Raumschiff. Gut, sie fliegen ins All und bringen den Alien nach Hause. Da ist mein Zuhause. Aber der Wolf verfolgt sie. Fliegt er auf einem Raumhai? Sicher, aber er kommt näher. Ich danke dir so sehr fürs Nachhausebringen. Kein Problem. Und dann waren sie wieder bei Großmutter. Ah, Großmutter, wir bringen ihr den Korb. Ja, endlich. Sie bringen der Großmutter den Korb mit Essen. Hey, du bist nicht Großmutter. Wolf! Nein, das wisst ihr nicht. Der Wolf ist verkleidet. Wirklich, ich bin es, die Großmutter. Mund ist viel zu groß. Na schön, erwischt. Ich bin der Wolf und ich werde euch fressen. Aber in einem nahegelegenen Wald hörte ein mutiger Holzfäller den Wolf. Das klingt nach einem Wolf. Keine Sorge, ich regel das. Aufhören, du großer böser Wolf. Oh nein, es ist der mutige Holzfäller. Ich habe euch wohl gerettet. was ist das? Aha, ich glaube, der gehört Ihnen. Danke, schöner junger Mann. Haben Sie meine Enkelin gesehen? Mila? Mila! Na, das war eine gute Geschichte. Wir spielen Weltraumabenteuer. Verwandle dich in ein Raumschiff. Okay, Morphle, pass auf. Denn der furchterregende Weltraum-Overlord kann überall sein. Wir haben dich gefunden, Weltraum-Overlord. Ah! Oh. Mila und Morphle, ich bin kein Weltraum-Overlord. Könnt ihr beide nicht woanders spielen? Ich versuche zu lesen. Okay, Papa. Vielleicht hätte ich nicht mit Mila und Morphle nörgeln sollen. Sie haben nur gespielt. Weißt du was, Morphle? Warum fliegen wir nicht echt ins Weltall? Yay! Ein Weltraumschatz. Morphle fliegt. Los geht's, Morphle. Kommen wir
zeigen Papa unseren Weltraumschatz. Yay! Papa, weg! Papa, wo bist du? Weltraum-Overlord! Du warst das. Du hast Papa gekidnappt, Weltraum-Overlord. Gib ihn zurück. Mila! Ich bin Papa. Guck mal, was wir gefunden haben, Papa. Einen Weltraumschatz. Wow, ihr hattet ein echtes Weltraumabenteuer. Tut mir leid, dass ich vorhin so schlecht gelaunt war. Das ist okay. Kommst du nächstes Mal mit auf unser Weltraumabenteuer? Nichts lieber als das. Yay! Ihr guckt Morphle TV. Das ist der Giant Orphalus. Er ist das größte magische Haustier, das wir haben. Ich habe keine Zeit, mit ihm Gassi zu gehen. Könntet ihr beide mir helfen, Mila und Morphle? Natürlich, Papa. Er ist so stark. Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Kommt, wir gehen in den Park. Morphle, verwandle dich in einen Riesenroboter. Damit du mit dem Giantophilus Fangen spielen kannst. Okay, wir sind dran. Wir kommen dich holen, Giantophilus. Seid ihr ja. Ist alles gut gegangen? Ja, Papa. Es lief super. Na, es ist gut, dass wir das Auto genommen haben. Es ist heute kühl draußen. Nein, das Auto wächst. Ich komme nicht mehr an das Steuerrad ran. Schnell, Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug. Morphle, du musst es anhalten. Verwandle dich selbst in ein riesiges Auto. Hey, was passiert mit meinem Auto? Oh, es sieht so aus, als wäre es noch nicht vorbei. Thank you.
Alles wird bald okay sein, Phoebe. Trink Tee und halte dich warm. Deine Erkältung wird in ein paar Tagen vorbei sein. Aus dem Weg, alle zusammen! Geht mir alle aus dem Weg! Oh nein! Er fährt aufs Wasser zu! Oh. Ah nein, meine Wagen! Schnell, Morphel! Verwandle dich in einen riesigen Abschleppwagen! Ah, danke, Morphel! Oh, du hast meine Eis gerettet. Hey, Mila, was macht ihr hier alle? Und warum ist das Auto so groß? Ich befürchte, das warst du, Phoebe. Jedes Mal, wenn du genießt hast, hast du deine Magie benutzt. Oh nein! Aber keine Sorge, nichts Schlimmes ist passiert. Kommt, wir bringen alles zum Alten zurück. Morphel, verwandle dich in eine Rakete. Mal. Ich glaube, alle könnten was Süßes nach diesem Abenteuer gebrauchen. Und ich habe sehr viel Eis. Morphel, könntest du es für mich holen? Verwandle dich in einen riesigen Bagger. Dich in einen Kipplaster, Morphel. Was ist dieses Geräusch? Oh nein! Oh nein! Fang sie auf, Morphel. Dieses Ding hergekommen. Oh nein! Passt alle auf! Mama Mia! Oh nein! Affe! Ja, hören Sie auf, mir zu folgen, Herr Ball. Guck mal, Morphel, er braucht unsere Hilfe. Gut gemacht, Morphel. Oh, danke schön. Ich konnte ihn nicht loswerden. Oh, oh nein, nicht schon wieder. Fang ihn, Morphel. Der gute Junge, Morphel. Aber es ist ein zu spät. Die Bälle haben alle meine Kunden verjagt. Komm, wir räumen hier auf, Morphel. Dem Äffchen, Morphel.
vielen Dank. Aber habt ihr irgendeine Ahnung, wo die Bälle herkommen? Noch nicht, aber wir werden es rausfinden. Sie kommen aus dieser Richtung. Komm, wir folgen ihnen weiter. Noch zwei, Morphel. Hört auf, Riesen. Ihr schafft ganz schön Probleme in der Stadt mit diesen Golfbällen. Kein Golf? Na, beim Golf geht es nicht nur darum, den Ball möglichst doll zu schlagen. Nicht? Nein, man muss auch zielen. Kommt, wir üben das stattdessen. Okay. Okay, wir sind bereit. Guter Schlag. Nächstes Mal ein bisschen weicher. Nächste Runde. Wie wär's mit einer kleinen Geschichte vom Schlafengehen? Hey, gute Nacht-Geschichte. Es war einmal in einem fernen Königreich. Da lebten ein tapferer König und seine schöne Tochter. Doch dann kletterte ein Riese den Turm zu ihrem Schlafzimmerfenster hoch und entführte die Prinzessin. Was? Warum entführt der Riese nicht mal stattdessen den König? Aber wer rettet denn dann den König? Die Prinzessin natürlich. Morphel! Und Morphel. Na gut. Der Riese entführte den König und rannte mit ihm weg. Hilfe! Oh, Prinzessin, rette mich! Oh nein, wir müssen den Riesen aufhalten. Morphel, verwandle dich in eine Ritterrüstung. Perfekt, jetzt könnt ihr den König retten. Nein, wir brauchen erst ein Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Aber der Riese kommt davon. Ich weiß, in dem Felsen da steckt ein magisches Schwert. Komm, ich versuch's mal. Toll! Wow! Habt ihr das gesehen? Okay, also was ist so magisch am Schwert? Das Monster besiegen, indem es einen Regenbogen macht, sodass sie glücklich sind. Was? Oh! Tut uns leid, alle zusammen. Wir haben eure Sachen geklaut, während ihr beschäftigt wart. Bis wir diesen wunderschönen Regenbogen gesehen haben. Wir wollen nicht mehr böse sein. Oh, alles klar. Aber wie findet ihr jetzt den König? Der Riese ist schon lange weg. Ihr solltet den Drachen fragen. Ja, der Drachen wird es wissen. Nein, ihr müsst den Riesen finden. Die Geschichte geht um den Riesen. Nehmt mein Pferd, um den Drachen zu besuchen. Oh, vielen herzlichen Dank. Na gut. Auf zum Drachen! Aber wisst ihr überhaupt, wo der Drache wohnt? Na, da drüben natürlich. Seid ihr sicher, dass ihr reingehen wollt? Es sieht gruselig aus. Die Prinzessin konnte nichts sehen. Es war viel zu dunkel in der Drachenhöhle. Hallo? Also beschloss sie, den Riesen zu suchen. Aber zuerst erhält er das magische Schwert der Prinzessin, die Höhle.
Okay, okay, netter Trick. Ihr wollt bestimmt wissen, wo der Riese lebt, oder? Ihr solltet zum Berg nebenan gehen. Wirklich? Der Berg, wo die Hexe lebt? Also besuchen wir sie zuerst? Okay. Auf zur Hexe! Oh nein. Hier ist die Hexe. Fragt sie. Oh, hallo. Hallo, Frau Hexe. Wir suchen nach dem Riesen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden? Ja, ich weiß genau, wo er wohnt. Geh ein paar Schritte zurück, meine Liebe. Noch ein bisschen mehr, bitte. Ah, natürlich, die Burg des Riesen. Und da ist der Riese. Er ist so groß und gruselig. Du musst mich retten, Prinzessin. Aber erst musst du mich besiegen. Und dann machte die Prinzessin den schönsten Regenbogen, den man je gesehen hatte. Und verwandelte den Riesen von böse in gut. Was? Zur Feier des Tages gab es eine Teeparty. Yay, ich bin gerettet. Ich glaube, damit ist die Geschichte wohl zu Ende. Das war die beste Geschichte aller Zeiten, Papa. Findet ihr wirklich? Kannst du uns noch eine Geschichte erzählen? Naja, ich kann euch morgen noch eine Geschichte erzählen. Aber jetzt ist es Zeit zu schlafen. Im Schlaf könnt ihr euch jede Geschichte erträumen, die ihr wollt. Los, Morphel, gehen wir auf ein großes Abenteuer. Papa, Papa, wir spielen gleich Süßes oder Saures. Willst du mitkommen? Nein, sorry, Mila. Ich muss nach einem magischen Haustier suchen. Spookler. Spookler? Es heißt, es erscheint nur an Halloween und nutzt allerhand verrückte Magie. Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Klingt cool. Ich hoffe, du wirst es sehen. Seht es! Ja, Morphe, wir gehen ja schon. Bis später, Papa. Bis dann. Das sind furchterregende Kostüme. Sehen wir mal. Ich will meine Mami. Aufgepasst, dies ist keine Übung. Es spukt ein echtes Geisterschiff umher. Schaltet die Lichter aus, schließt die Fenster und verschließt die Türen. Das klingt ziemlich ernst, Morphe. Kein Süßes? Los geht's, Morphe. Uns ruiniert ganz bestimmt keiner unser Halloween. Mila! Huh? Es ist echt? Komm schon, Pirat Phil. Dieses magische Haustier macht sich nicht mit unserem Schiff davon. Magisches Haustier? Schau, Morphe, das ist bestimmt Spookler, das magische Haustier, das Papa unbedingt sehen will. Morphe, verwandle dich in eine Spinne und folge ihm. Hey, sieh mich an, ich kann fliegen. Natürlich kannst du das. Du bist ein Geist. Ein Geist. Hahaha, das ist toll.
Keine Wand kann uns jetzt mehr stoppen. Von nun an kriegen wir alle Schätze dieser Welt. Komm, Pirat Phil. Papa meint, der Spooklers Magie wirkt nur für eine Nacht. Willst du auch ein Gespenst sein für eine Nacht, Marvin? Können wir ja gar keine Süßigkeiten einsammeln. Kein Süßes? Lass uns Papa fragen, ob er uns helfen will. Spookler? Es ist alles so leise hier. Papa! Oh, Geist! Geist! Kein Geist! Marvel, wir haben Spookler gesehen. Und der hat uns für eine Nacht in Gespenster verwandelt. Oh, wow. Das klingt ja großartig. Aber jetzt können wir nichts mehr greifen. Kannst du uns helfen, Süßes zu sammeln? Okay, Mila. Und das ist Kuti. Oh, was für ein Süßer. Und wenn er glücklich ist... Oh, Monster! Nein, nein, halt! Oh, Mist. Was ist los, Papa? Na, Kuti liebt es einfach, Leute zu erschrecken. Aber wenn er das tut, laufen sie weg und wollen nicht mehr mit ihm befreundet sein. Heute Nacht ist doch Halloween. Die Leute werden es mögen, wenn er sie erschreckt. Ja, Kuti, vielleicht solltest du mit Mila und Morphle auf Süßigkeitenjagd gehen. Ja, wir werden super viel Spaß haben. Hallo, Herr Vanderbus. Das sind eure Halloween-Kostüme? Die sind nicht mal gruselig. Hündchen, renn! Nein, halt! Oh, tut mir leid, Kuti. Aber ich glaube, Herr Vanderbus mag Halloween doch nicht. Lasst uns weitergehen. Wow, ihr seht ja toll aus. Echt gruselig. Und was sollst du sein? Was für ein tolles Kostüm. Ich habe mich seit Jahren nicht so gegruselt. Yay! Vielen, vielen Dank. Mama, Sie haben mein Kostüm geklaut. Was? Wer? Das waren wir. Wir sind jetzt die Halloween-Kostümbanditen. Und das Kostüm von dem Kleinen ist bei weitem das Gruseligste. Wir wollen es. Nein, es geht nicht ab. Ah, wir müssen weg, Jan. Morphle, verwandle dich in eine Spinne. Thank you.
Tu uns nicht weh. Die Kostüme von allen gerettet. Tut mir leid, dass ich dich vorhin Monster genannt habe. Willst du mein Gefährte sein?